Hallo allerseits und herzlich willkommen zum neuen Taschenmesser-Review. Heute von QSP, das Stenia. Schreibt sich S-T-H-E-N-I-A. Und ich habe da mal so ein bisschen geguckt, aber keine eindeutige Begriffserklärung gefunden. Wer es weiß, kannst mir in die Kommentare schreiben, würde ich mich sehr darüber freuen. Da sind zwei Sachen aufgefallen. Zum einen wäre es eine Wanzenart namens Steniarus rotamundi, das wäre eine Wanzenart, das kann ich mir nicht vorstellen. Rotamundi, das war glaube ich der Deutsch, also Rotamund wäre der deutsche, Entdecker dieser Wanze gewesen, Steniarus rotamundi. Dann gibt es aber auch noch ein griechisches Fest zur Verehrung der Götter Demeter und Persephone. Schreibt sich allerdings ohne H nach dem T. Aber wir nehmen einfach mal das klingt gut. Eine Götterverehrung von Demeter und Persephone. Nun, ihr habt den Vorspann schon gesehen. Da hat man so einiges abkann. Ja, nicht nur in der Küche einen guten Job macht, sondern man damit auch batonieren kann. Ich weiß, da kotzen wieder einige von euch. Ein Messer gehört nicht zum Batonieren. Mein Messer. Mache ich was. Mit was ich will. Ja, gut. Video entsteht jetzt innerhalb von 3 Tagen. Ich habe einmal bei mir im Wald ein bisschen gedreht. Dann fehlt mir noch die Information, was dieses Ding ja bedeutet. Das bekam ich am Wochenende leider keine Antwort mehr von QSP. Also muss ich mir ein bisschen behelfen. Habe dann gestern in der Küche damit rumgeschnitten, nachdem batoniert wurde. Und jetzt gehen wir erstmal Tabletop. Dann zeige ich euch, wie das Messer jetzt nach dem Batonieren, nach dem Querbatonieren aussieht. Und ja, also Tabletop. So, dann haben wir also das gute Stück. Das kommt wie immer von QSP in so einem Kartönchen daher. Also mit so einem perfekt geschnittenen Schaum. Ja? Das Teil passt da perfekt rein. Dann haben wir dann auch immer diesen Zettel dabei. Hier ist ein Magnetverschluss. Wow, sehr gut. Finde ich sehr ordentlich von der Firma. Ja, passt also perfekt da rein, also für Sammler und so weiter. So, ich glaube, das brauche ich euch jetzt nicht mehr zeigen und vorbeten. Obwohl, thank you so much for bought QSP Knives. Ja, ein paar Hinweise zur Sicherheit und so weiter. Safety Sally, sagen die Engländer dazu oder die Amis. So.
nehmen wir uns mal das Messerchen hier vor. Also das Stenia, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist ein massiver Flipper. Ja, zack. Nehmen wir nochmal ein Stückchen Holz. Dann gucken wir erstmal, das ist jetzt noch Werksschärfe nach Beanspruchung im Wald mit dem Batonieren. Ich mache auch gleich den Papiertest. Nachdem, also mit meinem Spickzettel, ja, ich kann mir nicht alles merken. Ihr seht schon mal hier, was das Teil für feine Locken macht. Wir haben hier Klinge mit 440 C satiniert. Ja. Wir haben hier einen Flachschliff. Das ist mit Sicherheit kein Hohlschliff. Mal gucken, ob ich das so zeigen kann. Ja, ich hatte neulich noch ein Video gesehen, da sagt jemand, das wäre ein Hohlschliff. Muss ich sagen, dann bist du hohl im Kopf. Ja? Da kein Spalt zwischen Karton und es ist schwer zu zeigen. Ja? So. Also zumindest meine Version. Kein Hohlschliff, also ein Flachschliff. Bis hierhin hochgezogen. Fehlschärfe. Schleifkerbe. Danke an den Herrn Schmalhauser, der immer wieder das sagt, damit ich das drauf behalte. Ja? Zack. Die Flippernase, das ist das Ding hier. So bezeichnet der Herr Schmalhaus das. Wird anschließend zum Fingerguard. Finde ich sehr gut. Und ich finde einfach Flippernase. Klingt gut und lässt sich einfach sprechen. 440 C Stahl, gehärtet auf, glaube 58 bis 59 Rockwell. Orangefarbene G10 Griffschalen, massiv. Ja, da ist mit Sicherheit nichts rausgearbeitet worden, denn das Messer wiegt, und zwar 191 Gramm. Wir haben hier einen Clip, Pocket Clip, der ist leider nicht umsetzbar. Gut, ganz ehrlich gesagt, ich wollte es auch nicht in der Tasche tragen. Ich würde es dann eher in einem Gürtel Holster tragen. Ja. Gesamtlänge sind wir bei 221 cm. 221 mm, Entschuldigung. 13,2 cm geschlossen. Und die Klinge hat eine Länge von 9,6 cm. Der Kamerad hier, der läuft auf einem Kugellager, beidseitig Kugellager. Mal gucken, ob man da zu sehen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich hatte es in dem Vorschaubild schon gezeigt, da kann ich ein bisschen mit dem Makro arbeiten. Trotz, dass ich das batoniert habe, das Messer, läuft das sauber. Ich habe es auch nicht geölt und nichts. Ich habe es nach der Benutzung in der Küche im Waschbecken ganz kurz mit klarem Wasser sauber gemacht und hat es dann über Nacht liegen lassen. Hat es also nicht abgetrocknet, sondern ganz normales Wasser genommen, um halt zu gucken, ob es rostet oder zumindest mal Flugrost kriegt. Tut es aber nicht und das ist gut. Preis kann ich euch jetzt so im Augenblick nicht sagen. Ich war beim Sven Kienast nicht auf der Webseite, von dem habe ich das Messer. Also vielmehr QSP hat es mir zukommen lassen über den Sven Kienast. Und der Liner, übrigens, der ist stramm. Der sitzt richtig stramm. Der hat mal mindestens 2 mm Stärke. Ja, gehe ich mal davon aus, ich habe es jetzt nicht gemessen. Es ist bei dem Prachtstück von Messer auch, glaube ich, gar nicht mehr wichtig, wie dick der Liner ist. Wenn wir jetzt mal hier gucken, da unten die Klinge, die haben sie nach hier schräg abgeschliffen, also hinten, wo der Liner dann sich einfügt. Hier ist nämlich kein Überdehnungsschutz drin, das ist nicht möglich. Aber damit die nicht sich so weit rüber dehnt, der Liner, haben die die Klingenwurzel hier so weit abgeschliffen, ob man das so sehen kann, so weit abgeschliffen, dass sie also hier rüber geht. Das heißt, der Liner kann gar nicht mehr rüber wandern, großartig. Ja? Der steht von seiner Dicke her direkt bis in die Hälfte rein. Und das finde ich gut. Das Messer wiegt ordentlich, hatte ich ja gesagt, 191 Gramm.
Wedge. Wir haben kein Jimping, aber hier so eine kleine Rampe. Wir könnten aber auch für feinere Arbeiten so gehen. Ja? So hier drauf, hinter der Rampe. Sieht noch mal ein bisschen so rampenförmig aus. Finde ich gut. Wir haben orangefarbenen Backspacer. Das ganze Messer ist ein einziger Panzer. So, viel brauche ich da gar nicht mehr drüber sagen. Ja? Weil das Messer schon für sich selber gesprochen hat. Ich habe jetzt nur noch mal die Daten gezeigt und komme jetzt zum Fazit. Fazit, das QSP Stenia. Ich schätze mal, der Preis wird so um die 50 Euro sein. Man könnte sagen, das ist ein taktisches Messer. Wenn es jetzt schwarz wäre, komplett schwarz, dann würde ich sagen, es ist ein Taktiker. Aber so denke ich, ist das eher so ein Taschenmesser für wirklich harte Arbeiten. Da kannst du überhaupt nicht mehr gehen. Ja? Macht für ganz grobe Sachen, für ganz feine Sachen, macht sich als Festbarmesser, als Küchenmesser und so weiter. Das ist ein Allrounder. Noch ein Schlagstück hier unten rein, so ein Fenster, ein Scheibenzertrümmerer, den man dann auch anschließend als Meinungsverstärker benutzen könnte. Fände ich nicht schlecht, obwohl das Ding ist wirklich schon massiv gebaut. Ich denke, damit könnte man auch eine Scheibe aufbrechen im Gefahrfalle, dass man ein Rollover hat mit dem Auto oder muss da ganz dringend raus, weil die Fenster nicht aufgehen, die Türen nicht aufgehen und so weiter und so fort. Ihr fliegt ins Wasser mit dem Auto und geht unter. So langsam kommt das Wasser rein, aber ihr kriegt die Scheiben nicht auf. Ja, in den Wasserdruck. Um das Wasser ins Wageninnere zu lassen, um dann die Tür aufzukriegen, weil ihr würdet die Tür so niemals aufkriegen, weil der Druck zu hoch ist. Das Wasser müsste erstmal ins Auto rein und dann könntet ihr erst wieder die Tür öffnen. Ich denke, damit kämen die raus. Das Ding ist gebaut wie ein Panzer. Irre das Teil. Ja? Also, kleines schnelles Review hätte ich fast gesagt. QSP Stenia, geiles Teil. Und ein Gruß nach China. Zu Vicky von QSP. Hey little girl, I heard you had a birthday. I was singing a song, a birthday song on via WhatsApp, and so if you didn't hear it till now, I say happy birthday and probably see us on the IVA at Nürnberg in 2019. Okay, so das war's. So, danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Madjo, schwenk du, tschüss, ab und schwenk die Kappe. So, jetzt gehen wir Gassi mit den Hunden. Mensch, da sage ich doch, ich mach doch den Papiertest. Da habe ich ihn vergessen.